So, neuer Tag, neuer Shop. Ihr wisst ja, jeden Tag ist ein neuer Shop da. Erstmal wollte ich sagen, danke an alle, die gestern bei den zwei Streams dabei waren, bei den Custom-Runden und vor allem, die mir auch gestern Abend noch ein bisschen geholfen haben bei den Rettet die Welt-Aufgaben. Grüße gehen da schon mal raus. Wie gesagt, ich war nebenbei ein bisschen Stream am Gucken, war nicht am Headset, sagen wir mal so, aber hat trotzdem ganz Spaß gemacht, würde ich sagen. Kurze Sache zu den Custom Games. Ihr wisst ja, wir haben inzwischen ein Preisgeld da drin. Das Ganze geht über 2 Wochen bis zum 8.12. noch, also 2 Tage nach meinem Geburtstag sogar. Und kurze Zusammenfassung, wie es derzeit aussieht. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen, aber deutlichen Favoriten. Nämlich Coco hat jetzt schon 11 Siege gemacht. Und der zweite ist bei 3 Siegen. Also, wenn ihr irgendwie denkt, ihr könnt Coco schlagen, dann kommt gerne bei mir in den Stream und beweist es. Also ihr werdet es nicht glauben, aber da sind schon einige gescheitert. Und er sagt selber, er spielt eigentlich gar nicht mehr so viel Fortnite, Solo oder so. Also er hat nicht mehr so viel Spaß daran, aber Customs machen ihm doch relativ viel Spaß. Sieht man eigentlich klar und deutlich an den Siegen. Also Gruß geht da auf jeden Fall an jeden raus, der meint, er könnte es mit dem Besten von mir quasi aufnehmen. Wie gesagt, alle sind herzlich willkommen. Was musst du tun, um teilzunehmen? Eigentlich nicht viel. Nur ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit du siehst, wann der Stream anfängt, beziehungsweise wann er live ist, wenn YouTube dann mal zulässt, die Benachrichtigung rauszuhauen. Und da gab es nämlich heute auch einige Probleme. Und wenn du noch Bock hast, eventuell einen Skin zu gewinnen, dann auch gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren. Was den Skin betrifft, gibt es aber eine kleine Bedingung, aber die ist nur für dich zum Positiven. Bitte eine Freundschaftsanfrage schicken an YT unterstrich, zack, 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 eigener Name, ganz schwere Sache. YT unterstrich Family Hack, zack, warum, werde ich euch natürlich gleich im Shop-Video zeigen. Denn das Problem ist ganz einfach, wir müssen 48 Stunden befreundet sein. Sind wir das nicht, kann ich dir nämlich leider kein Geschenk schicken, einfach aus Sicherheitsgründen von Epic Games selber aus, weil die einfach wollen, falls euer Account gehackt wird, dass das Ganze dann eben nicht funktioniert und dass keiner euer Konto leer räumen kann und dass ihr alle V-Bucks verliert. Im Prinzip kann einer nur hingehen, kann alle eure V-Bucks ausgeben im Shop, aber die könnt ihr euch im Notfall sogar wieder zurückerstatten lassen. So, wie gesagt, YT unterstrich Family Hack, dann Freundschaftsfrage abschicken und das war's eigentlich schon. So, dann gehen wir hier gerade erstmal kurz in den Shop. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Ein 800er Skin. Was bedeutet das? Wenn ihr Lust habt, diesen Skin heute zu bekommen, schreibt es bitte in die Kommentare. Weil, die haben ja gesagt, sobald wir 800 V-Bucks wieder erreicht haben, verlose ich wieder einen Skin. Wir haben jetzt 925, habe ein bisschen Gas gegeben bei Rettet die Welt. Und aus dem Grund könnten wir rein theoretisch heute im Stream, wenn wir einen machen, kann ich noch nicht genau sagen, weil ich halt ziemlich viel unterwegs bin. Dann können wir den Skin gerne verlosen. Wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir gucken jetzt mal gleich rein in den Chat. Nochmal kurz wegen der Freundschaftsanfrage hat nochmal den Grund. Ich habe es ja gesagt, 48 Stunden müssen wir befreundet sein. Ihr seht schon, Fußball 16 hat mir, glaube ich, eben erst die Freundschaftsanfrage geschickt. Dann geht das Ganze nicht. Da kann ich draufklicken, wie ich will. Da passiert nichts. Bei ihm, dem, kein Problem, funktioniert nur, wenn wir keine 48 Stunden befreundet sind, funktioniert das Ganze leider eben nicht. Deshalb gerne Freundschaftsanfrage rausschicken und dann siehst du auch, ob ich online bin. In der Regel bin ich entweder ein Video im Aufnehmen oder bin halt live. So, dann gehen wir jetzt mal wirklich rein in den Shop und was haben wir zum ersten Advent? Einen schönen Weihnachtsskin. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Mir gefällt er nicht so. Aber zur Weihnachtszeit ist es wieder was anderes. Also ich würde den zum Beispiel nicht im Sommer spielen wollen, aber jetzt zur Winterzeit ist er eigentlich dann doch wieder recht nice. Das passende Rückenaccessoire war natürlich auch wieder die berühmte aufgeklebte Kugel. Wir kennen es ja schon. Ach so, und wundert euch nicht wegen den Abonnenten. Wir sind jetzt bei 2250 fast. Aber der nette Zähler will mal wieder nicht zählen. Wahrscheinlich in dem nächsten Video bin ich dann wieder bei 28.500 Abonnenten. So, das ist der Weihnachtsskin. Also wie gesagt, schlecht ist er definitiv nicht. Und ihr seht schon, mit diesem Kauf unterstützt du YT unterstrich Family Hack. Wer ist das? Genau, ich.
Wenn ihr Lust habt, meinen Creator-Code zu benutzen, tragt ihn gerne ein. Ihr wisst ja, hier unten links einfach da den sag schon Creator-Code eintragen, immer wieder bestätigen, weil nach 2 Wochen fällt er wieder raus. Und dann würde ich sagen, gucken wir direkt mal weiter. So, jetzt wurde hier nämlich wieder alles zusammengefasst, aber wir fangen erstmal an mit den Skins. Der männliche, wie gesagt, habe ich schon gesagt, der ist recht nice. Die Schuhe schön am Brennen. Also der Skin hat definitiv was. Ob man ihn konstant spielen will, na, ich weiß es nicht. Aber definitiv nett anzuschauen. So, dann haben wir hier noch das Rückenaccessoire. Das ist wiederum, das hat wirklich was. Ich weiß nur nicht, wie es halt mit dem Skin auf dem Rücken aussieht. Das Problem ist, Epic hat da irgendwie was geändert, dass man nur den Skin sieht, den man gerade selber hat. Also nicht mehr auf dem Skin, sondern auf dem aktuellen. So, dann gehen wir direkt mal weiter. Und da haben wir den, ich finde, epischen Kleider. Also der ist, also mir gefällt der optisch richtig gut. Ich habe ihn im Spiel jetzt selber noch nicht gesehen, aber ich mache auch mit euch die Custom Games. Also von uns hat ihn anscheinend sich keiner gekauft. Aber mir persönlich gefällt er halt schon recht gut, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal weiter zur weiblichen. Ich lese da immer als erstes Domina, aber sie heißt Dämonika. So, mit ihrem netten Schwänzchen am Rücken, beziehungsweise am Hintern. Auch brennende Schuhe. Selbst die Jacke ist am glühen. Ja. Und ich glaube, den Gesichtszug hatten wir eigentlich so auch noch nicht. Also die Gesichtszüge an sich. Aber bei ihr ist noch das passende Rückenaccessoire. Selbst zu dem Skin wird es eigentlich relativ gut passen. Also mit dem Rücken kann man ein bisschen was anfangen. Wenn man viele rötliche hat, dann kann man den gut verwenden. So, und dann die Tarnung. Also die Tarnung gehört mal wieder zur Kategorie Yes. Weil das Rot ist eigentlich echt noch dezent, ist halt so ein Weinrot. Und diese Kreise, die sich drehen, also mir persönlich gefällt's. So, jetzt kommt natürlich das, was mir heute Coco geschenkt hat. Gruß geht an der Stelle nochmal raus an dich. Danke, dass du 800 V-Bucks für mich ausgegeben hast, weil die Spitzhacken, die sind echt geil. Also ich feiere die wirklich. Wie gesagt, die sind echt nicht schlecht. Ich würde sogar fast behaupten, dass es die besten 2-Hand-Pickaxe sind. So, das war das. Dann haben wir hier noch das Unterdrücker-Set. Kategorie ganz hässlich. Also den Skin bitte mir nicht schenken. Ich würde ihn nicht benutzen. Auf gar keinen Fall. Weil der gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Weder in der Variante noch in der anderen. Das Rückenaccessoire natürlich genauso. Ich finde, es sieht einfach komisch aus und im Spiel sieht man den eigentlich auch nicht oft. So, dazu haben wir noch die Plasma-Klinge. Ja, die geht eigentlich wieder, weil die einen besonderen Ton hat. Die haben wir einmal in Schwarz und einmal in Rot. Die ist okay, aber jetzt auch nicht so. Naja, muss halt jeder für sich selber entscheiden, sagen wir mal so. Das Dreieckmuster, die Tarnung ist recht. Also, die ist wieder gut. Wie das so ganz leicht durchschimmert, immer wieder. So. Doch, das sieht definitiv nice aus. Selbst auf dem Boot. Ihr wisst ja, auf dem Boot sage ich immer, da sieht die Tarnung gut aus oder nicht. So, was haben wir noch? Dann haben wir Popsternchen. Ja. Das ist dann eher was für die Mädels. So, dann auf großem Fuße. Fuße. Gut, da sage ich dann, das ist dann für die etwas Älteren. Dann habe ich ja gesagt, Birdie haben wir drin. Wie gesagt, den Skin könnte ich heute quasi verlosen. Liegt halt an euch. Einfach in die Kommentare schreiben, ob ja oder nein. Dann der passende Golfschläger dazu. Das waren noch Zeiten, als in Fortnite die Golfplätze waren und diese Golfwagen. Oh Gott, dann haben wir Volksmusikfest. Ja. Sieht ein bisschen seltsam aus, würde ich sagen. Aber wer es braucht. Gott, so ein Epileptiker. So, dann haben wir noch die Speerspezialistin.
ist halt ein Season 1 Skin, ne? Mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Meine Kategorie dafür ist OG. So, wie gesagt, wenn ihr was im Shop kaufen wollt, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Dann bin ich mir nicht sicher, wir gucken gerade mal auf Neuigkeiten. Den Auftrag Herbstkönigin haben wir fast schon erreicht. Könnte sein, dass sogar, wenn ihr das Video seht, ihr die Tarnung bereits bekommen habt. Dann, ihr seht schon in der Mitte, Power Leveling Wochenende. Also auch heute bekommen wir wieder extra EP. Einfach einmal ins Spiel einloggen und schon habt ihr die EP gesammelt. So, dann gehen wir ganz schnell rüber in Rette die Welt, weil da gibt es definitiv zwei V-Bucks-Aufgaben. Also für alle Rette die Welt-Spieler. Heute sind zwei Stück definitiv drin, wenn noch zusätzliche sind, weil ich bin ja nur im Brutal, jetzt ungefähr die Hälfte habe ich jetzt hingekriegt. Wenn irgendwo noch welche sind, schreibt es bitte in die Kommentare, ich pinne euren Kommentar dann weiter oben an, so dass die Leute auch sehen, ah, da sind noch mehr Aufgaben. Also wer da gerade mal Zeit hat, ich glaube Twin Peaks oder wie das andere Gebiet heißt, wenn da noch welche sind, schreibt es bitte in die Kommentare. Und wie gesagt, ich pinne euren Kommentar dann an. So, komm, mach, gib Gas. Wir Was? brauchen die ganz schweren Geschütze. Ruf Ich war doch eben schon fertig. beschäftigt. Was ist mit Mäntelchen? Och, jetzt Der quatscht kann die mit darum. Finsternis umgehen. Also in zwei Tagen Leute, er kriegen wir braucht schon ein wieder wenig Zeit für 150 sich V-Bucks. selbst. Es Schmeckt. tut mir leid, dass ihr nun unter meinem fürchterlichen Fluch zu Ja, leiden habt. quatsch mich jetzt hier nicht voll die Vielleicht wäre ganze es Zeit. am besten, wenn ich mich irgendwo Jetzt muss ich gerade selber einsperre. überlegen, wo war es Das wäre für nochmal? alle sicherer. Nein, 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 nein. Wir Nee. brauchen dich. Im Wir Wald waren könnten die zwei versuchen Aufgaben. herauszufinden, wann der Superblutmond voll am Himmel steht. Wir finden schon eine Lösung. Das stand alles in So, der die Aufgaben Nachricht, waren wollte nämlich ich nur mal einmal anmerken. da 25 V-Bucks und direkt Ehrlich daneben. gesagt, Also ich weiß insgesamt nicht, was 50 ihr kann V-Bucks, heute. zwei Missionen sind da. Vielleicht, weil die Wie gesagt, ich kann es Zeitmaschine euch kurz verlegt zeigen. Ich selbst kann jetzt nur gucken bis wurde. Aber das alles liegt in der Vergangenheit. brutal. Der Zukunft. Oder wie auch immer. Brutal und Auf jeden auch Fall habe nur ich die bis hier unten hin. Zeitmaschine. So, Ein Teleskop das von der war's dann jetzt auch schon Universität mit dem Shop-Video. Astronomie Ich hoffe, ihr habt soweit Fraunhofer. alle Naja, Informationen die bekommen. Wenn Kategorie irgendwas wäre noch viel kommt, schwerer im werde ich Vergleich natürlich auch noch dazu, dazu was besagen. wie wir Aber in sie dem jetzt Sinne würde ich brauchen sagen, würden. euch viel Spaß heute noch Kann man und sowas wie vielleicht sehen wir Blutmond uns im im Stream. Sommer Aber noch genaues kann ich da nachweisen? leider noch Das nicht sagen. In wäre dem Sinne würde ich natürlich im sagen, Laufe der Zeit haut nicht weniger rein. gruselig.